Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir euch das Masturbation-Bundle von den 257ers. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Bundle-Inhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zum Bundle findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Masturbation von den 257ers, das Ganze am 15. September erschienen. Wir haben hier mal wieder ein Bundle aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl! Es ist ein Bundle mit eher ungewöhnlicher Voraussetzung, denn man konnte sich dieses Bundle individuell zusammenstellen. Tatsächlich konnte man jeden einzelnen Inhalt hier einzeln an- oder abwählen, je nachdem. Ich habe mich in diesem Fall entschieden, alle zu nehmen. Also, wir haben hier einmal das Bundle bestehend aus diesem paar Socken hier. Dann natürlich das Album an sich, in diesem Fall hier auf CD. Mit dabei dann noch ein Shirt und zu guter Letzt noch das Album auch noch auf Vinyl. Genau, so, das sind die Inhalte. Die beiden Tonträger, also einmal die Vinyl und einmal die CD, die sind hier noch eingeschweißt. Das werden wir gleich mal ändern. Die Vinyl, meines Wissens, auf 300 Stück limitiert, also zumindest in dieser Optik, in der ich sie habe. Dazu kommen wir gleich noch. Eventuell gibt es noch mehr danach, aber die ersten 300 Vinylbesteller haben quasi eine spezielle Farbe oder Optik bekommen. Lass ich mir noch hier aufreißen. Genau. So, das ist das Album auf CD. Und die Vinyl, hier unten lesen wir es, dieser Sticker. Kann man das sehen? Ja. Also, limitierte Vinyl, eine von 300, rot transparent. Das ist das, was ich meine. Dann werden wir auch hier mal öffnen. Die Herrschaften ja mittlerweile oder seit längerer Zeit ja nur noch zu zweit unterwegs. Und was sich ja auch geändert hat in der letzten Zeit, sie sind nicht mehr bei Selfmade Records. Sie sind jetzt ohne Selfmade unterwegs. So, schauen wir uns mal an, was wir hier bekommen. Also wir sehen auf jeden Fall schon jede Menge Obst oder Früchte hier im Artwork. So, der Sticker ist jetzt weg. Das ist die Vinyl. Aber wir starten trotzdem, würde ich sagen, mal erst mit der CD. Die kommt hier im regulären Toolcase 257ers Masturbation. Ja, und der Name ist Programm. Also wir sehen hier einmal so eine Hand, so einen Arm an der Oberschiene ist das, glaube ich. Und dann rechts hier der Finger, der hier in den Pfirsich gesteckt wird. Soweit ich das beurteilen kann. 257ers hier unten. Also, das Ganze heißt auf Deutsch, also ist das Fachwort, der Fachbegriff für Selbstbefriedigung. Dann haben wir hier 12 Tracks. Und soweit ich sehe, ein einziges Features, nämlich von Junior 257ers. Infos und Barcode. Dann schauen wir mal rein. Einmal ins Booklet, das recht dünn ist. So, hier haben wir einmal eine Danksagung. Könnt ihr euch natürlich gerne durchlesen. Dann einzelne Artworks hier von Singles. Genau, die wurden ja auch schon ausgekoppelt im Vorfeld. Dann haben wir hier noch weitere Infos bzw. eine Danksagung. Und hier dann noch zum Abschluss die Credits. Wunderbar. Gut, so viel dazu. Das war's mit dem Booklet. Wir kommen direkt weiter zur CD. Die ist hier in weiß und was ist das? Dunkelblau bzw. schwarz. Und dahinter nochmal der Schriftzug 257ers und in der Mitte das Tag, also das Logo. Gut, so viel zur CD. Wir machen weiter mit der Vinyl. Keine Doppelvinyl im Gatefold, sondern eine schlichte 1er Vinyl. 257ers Masturbation, also ident wie auch das CD Artwork. Seitlich hier beschriftet. Und dann haben wir natürlich auch hier wieder die Tracklist mit dem einen Feature. Dahinter die Laufzeiten. Die ganzen
Früchtchen hier und dann hier noch die Credits und Infos plus unten rechts der Barcode. Wunderbar. So, wir haben eine bedruckte Hülle, sehr schön. Einmal hier die Cover, so sehen die aus. Und auf der Rückseite die Danke-Sagung. Ja, kann man vielleicht auch so schreiben. Ich kenne sie als Danksagung in einem Wort, aber Danke-Sagung ist, glaube ich, auch eine Möglichkeit. So, und die Vinyl ist, wie versprochen, tatsächlich in einem Rot transparent. Also, wir sehen es hier. So sieht die aus. So halb durchsichtig. Einmal hier die A-Seite. Hier sind auch außen die Tracks nummeriert. 6 Tracks hier auf der A. Und die weiteren 6 Tracks. Somit kommen wir dann auf 12 auf der B. Sehr schön. So, zurück in die Hülle. Und dann packen wir auch das hier wieder ein. Sehr schön. Und machen direkt weiter mit den Socken. Also die sehen so aus. 257ers. Weiße Socken mit rotem Logo. Es ist ganz schlicht einfach ein Paar. Das ist jeweils hier die Oberseite. Und dann haben wir zusätzlich noch hier so einen roten Streifen drauf. One Size, also die konnte man nicht auswählen in der Größe. Designed with DG Media, 30 Grad Merchandise, 75% Baumwolle, 23 Polyamid und 2 Elastan. Made in Türkei. Grüße gehen raus. Und zum Abschluss haben wir dann auch noch ein Shirt mit dabei. Der letzte Bundle-Inhalt. So, und natürlich, wie sollte es anders sein, haben wir auch hier wieder die beiden Hauptfrüchte oder Gemüse, Aubergine und Pfirsich. Hier wird uns auch angedeutet, wie es ungefähr hier zu laufen hat. Und auf der Rückseite dann nochmal groß die Optik, die wir auch auf dem Cover hatten. Also weißes Shirt mit dem roten Backprint. Das Shirt konnte man im Gegensatz zu den Socken in der Größe auswählen. Wir haben es hier zu tun mit einem Gilden Hammer. In diesem Fall in der Größe M, 100% Baumwolle und made in Bangladesch. Grüße gehen raus. Gut, das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dem Bundle befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt. Wie gesagt, größentechnisch frei wählbar. Ich habe mich für M entschieden. Dann diese weißen Socken. One Size. Das Album auf Vinyl. Wie gesagt, 12 Tracks und ein Feature. Und natürlich dann auch noch das Album auf CD. Wie gesagt, so habe ich mein Bundle zusammengestellt, je nachdem, wie ihr das dann macht. Ebenfalls natürlich das Album mit den 12 Tracks. Jawohl, das war's soweit. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. dem Bundle? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr die 257ers und auch mich unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Unboxing. Passt auf euch auf.